Angesichts eines drohenden Zusammenbruchs der Wirtschaft sind die Taliban darauf angewiesen, dass internationale Geldgeber der Führung Legitimität zusprechen. Die USA und die EU haben eine förmliche Anerkennung der Regierung davon abhängig gemacht, dass die Islamisten ihre Ankündigungen zum Schutz von Menschenrechten Taten folgen lassen. In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung La Repubblica teilt Sabiullah Mujahid, der Sprecher der Islamisten, mit, man setze künftig vor allem auf Gelder aus China. China ist ein sehr wichtiges und starkes Land in unserer Nachbarschaft und wir haben in der Vergangenheit sehr positive und gute Beziehungen zu China. Wir wollen diese Beziehung noch stärker machen und das gegenseitige Vertrauen stärken. Auf Regierungsebene freuen wir uns auf den Aufbau einer sehr starken Beziehung zu China, denn China ist ein sich schnell entwickelndes Land, das Afghanistan im Wirtschaftssektor unterstützen kann. Und wir hoffen auf chinesische Investitionen und Exporte. Wir wollen, dass sie in unser Land exportieren und uns bei der Entwicklung unseres Landes helfen. Wir freuen uns auf gute Beziehungen zu ihnen. Die Taliban hielten sehr viel von dem Projekt der neuen Seidenstraße. Dabei handelt es sich um eine Infrastrukturinitiative, mit der China über die Erschließung von Handelswegen seinen globalen Einfluss vergrößern will. Durch das Chaos der jüngsten Woche und der Machtübernahme der Taliban haben westliche Staaten ihre Hilfszahlungen für das Land am Hindukusch teils stark eingeschränkt. Mit der Hilfe Chinas kämpfen die Taliban künftig um ein wirtschaftliches Comeback. In dem Land gäbe es reiche Kupferminen, die dank der Chinesen wieder in Betrieb genommen und modernisiert werden können. Außerdem sei China der Passierschein hin zu den Märkten auf der ganzen Welt. Darüber hinaus bekräftigt Mujahid, dass Frauen künftig weiter an Universitäten studieren dürften. Er stellt den Frauen des Landes Arbeitsmöglichkeiten, etwa als Krankenschwester, bei der Polizei oder als Assistentin in Ministerien oder der Verwaltung in Aussicht. Dass es weibliche Ministerinnen geben werde, schloss er aber aus. Ob diese Ankündigungen von den Taliban tatsächlich eingehalten werden, ist derzeit noch unklar. Zudem ermuntert Mujahid westliche Staaten wie etwa Italien zu diplomatischen Kontakten mit den neuen Machthabern in Afghanistan. Man wolle gute Beziehungen mit Italien wiederherstellen und hoffen, dass das Land die islamische Regierung anerkennt. Er hofft, dass dieses Interview die diplomatischen und politischen Beziehungen stärke und dass Italien die Botschaft in Kabul wieder öffnet.